Heute geht es wieder um urbane Legenden. Aber diesmal spielt das Video nicht in der echten Welt, sondern in der digitalen. Denn heute tauchen wir in die unheimliche Spiellegenden ein. Es existieren wirklich viele Mythen und gruselige Gerüchte rund um einige Spiele. Und diese werden wir heute gemeinsam abchecken. Wir fangen direkt mit einer der bekanntesten an, und zwar Herobrine von Minecraft. Minecraft gehört zu den beliebtesten Spielen aller Zeiten und dadurch sind natürlich auch die ein oder anderen Legenden entstanden. Die berühmteste davon handelt um einen Geist, der bekannt als Herobrine ist. Zum ersten Mal wurde über ihn im Forum von 4chan geschrieben. Herobrine soll eine Figur ohne Augen sein, die im Einzelspielermodus plötzlich bei Nebel auftaucht. Er soll pyramidenähnliche Gebilde aus Sand gebaut und Tunnel begraben haben. Der User hat in den Foren gefragt, ob noch jemand dieses seltsame Erlebnis hatte. Daraufhin erhielt er dann eine Warnung von einem User mit dem Namen Herobrine. Er sagte, er soll aufhören, weiter nach ihm zu suchen. Es gab noch mehrere Berichte von Spielern, dass als sie offline waren, Pyramiden auf ihren Karten gebaut wurden, die man erkunden konnte. Dieser Geist soll auch öfters in weiter Entfernung sichtbar gewesen sein. Doch er ist immer wieder verschwunden, bevor man Screenshots machen konnte. Diese Legende ging so weit, dass der Minecraft-Creator Marcus Notch sich dazu geäußert hat. Er verneinte die Existenz dieses Geistes. Es gab nicht mal Hinweise auf Herobrine in den Gamecodes. Doch die ganze Sache wurde dann plötzlich doch sehr mysteriös. Denn kurz nachdem Notch die Existenz von Herobrine abstritt, updatete er Minecraft mit einem neuen Patch. Einer dieser Patchnotes hatte den Befehl Remove Herobrine. Also gab es Herobrine vielleicht doch, weil warum sollte sonst in diesen Patchnotes dieser Befehl drin sein, dass man ihn löschen soll? So als hätte er ihn eingebaut und ja, dann seine Existenz irgendwie verneint und dann kamen zu viele dahinter oder wurde zu oft gesichtet und dann hat er sich gedacht, scheiß drauf, lass ihn löschen, bevor noch böse Dinge passieren. Weiter geht es mit Five Nights at Freddy's. Freunde, was soll ich zu Five Nights at Freddy's sagen? Es ist einer der beliebtesten Indie-Horror-Spielen. Ich selber finde es auch geil, hab's by the way auf meinem Zweitkanal gezockt. Checkt das Gameplay. Nicht die! Was das Spiel besonders macht, sind die furchterregenden Animatronics und die ganzen gruseligen Geschichten, die sich um diese drehen. Es wurde viel darüber spekuliert, woher Scott Coffin, der Schöpfer von Five Nights at Freddy's, einiger seiner Inspirationen hatte. Es gibt eine Legende, dass die Geschichte von Five Nights at Freddy's durch ein Ereignis entstanden ist, welches sich 1939 in einem Chuck E. Cheese in Colorado zugetragen hat. Es gab dort einen Angestellten namens Nathan, der sehr wütend war, nachdem er gekündigt wurde. Auf der Suche nach Rache betrat er eines Abends das Lokal und suchte bis zur Schließung Zuflucht in einer Herrentoilette. Nachdem das Restaurant geschlossen war, jagte er in der Nacht vier seiner ehemaligen Kollegen und tötete sie auf brutale Weise. Einer der Mitarbeiter hatte überlebt. Nathan hatte es nicht bemerkt und laut des überlebenden Mitarbeiters soll es eine Nacht gewesen sein, die einem Albtraum glich. Die Art und Weise, wie sich die Dinge während dieses tragischen Ereignisses entwickelt hat, weist eine unheimliche Ähnlichkeit mit einigen Momenten in Five Nights at Freddy's auf. Es gibt ja sehr, sehr viele Theorien rund um das Spiel, aber die hier gehört zu den bekanntesten. Weiter geht es mit The Legend of Zelda Majora's Mask. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel gespielt habt. Wenn nicht, müsst ihr es spielen. Es ist der Nachfolger von Ocarina of Time, was by the way einer der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten ist. Und dieser Teil ist sehr, sehr düster. Also an sich ist das Spiel schon mal richtig creepy. Es gibt diesen düsteren Mond, die ganze Atmosphäre vom Spiel. Super creepy, super düster. Aber Freunde, diese urbane Legende macht das ganze Spiel zu einem Horrorgame. Wieder hat ein User in einem 4chan-Forum geschrieben, dass er im Besitz einer verfluchten Version von Majora's Mask ist. Die Spielkassette für die Nintendo 64 hatte kein Cover drauf. Es stand einfach nur Majora drauf geschrieben. Nachdem er das Spiel eingelegt hat, bemerkte er, dass noch ein Speicherstand vom Vorbesitzer drauf war. Der zweite File wurde als Ben gespeichert. Der User ignorierte diesen Speicherstand und startete ein neues Spiel. Aber etwas stimmte nicht. Denn alle NPCs im Spiel bezeichneten ihn trotzdem als Ben. Das störte ihn so sehr, dass er den Speicherstand direkt löschte. Doch das machte die Sache noch schlimmer. Die Musik spielte sich rückwärts ab und Link blickte ihn mit einem unheimlichen Lächeln an. Der Ben
Mein Speicherstand tauchte auf einmal wieder auf, diesmal beim ersten Spielstand, und beim zweiten Fall konnte man Drowned lesen, was übersetzt Ertrank heißt. Jedes Mal, wenn man ein neues Spiel startete, starb Link, und das immer und immer wieder. Und ein unheimlicher Text erschien nach jedem Tod. Man konnte die Nachricht lesen: Du hast ein schreckliches Schicksal erlitten, nicht wahr? Die Geschichte schien glaubwürdig zu sein, denn der User hat auch in diesem Forum Fotos gepostet, also der hat da ja Fotos gemacht und die hochgeladen. Die beiden Speicherstände ergeben zusammengeschrieben Ben Drowned, also Ben ertrank. Ist Ben der Vorbesitzer dieses Spiels? Ist er derjenige, der ertrunken ist? Diese Frage wird wohl unbeantwortet bleiben. Freunde, könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber der Mond ist das Schrecklichste in dem Spiel. Und wisst ihr, was noch schrecklicher ist, wenn die Leute Link Zelda nennen? Habe ich früher auch gemacht. Weiter geht es mit Excel 95, Halle der gequälten Seelen. Freunde, bevor es Windows 10 gab, gab es noch andere Versionen. Und einer der ältesten ist Windows 95, der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater von Windows 11. Ein Beispiel. Das Kopieren von Dateien wird künftig mit der Maus erledigt. Der war gut. Ja, Windows 95 gab es 1995. Diese Software hatte aber ein ziemlich seltsames Geheimnis. Die folgende Funktion gab es wirklich, aber die Bedeutung dahinter ist noch heute ein Rätsel. Wenn man Excel startete, musste man die 95. Stelle in der Tabelle auswählen und auf Hilfe klicken, um das Infofenster zu öffnen. Nun konnte man mit der Steuerung Alt- und Shift-Taste gedrückt auf Tech-Support klicken. Dann erschien auf einmal ein weiteres Fenster, das Halle der gequälten Seelen hieß. Das war ein Minispiel und man musste einen Pfad über den Abgrund entlang gehen. Die roten Wände erinnern an die Hölle. Am Ende konnte man einen Raum sehen mit Bildern von echten Menschen. Dies waren die Mitarbeiter, die an Windows 95 arbeiteten und deren Namen konnte man auf einen kleinen Monitor lesen. Entweder war das ein Scherz der Entwickler oder die Arbeit für Microsoft war wirklich eine Qual für die Mitarbeiter. Wie langweilig muss jemand gewesen sein, der irgendwie Excel-Tabelle öffnet und dann alles sich durchklickt, um an diese Funktion zu kommen? So eine versteckte Funktion gibt es auch bei Android. Wenn ihr in den Einstellungen mehrmals auf die Android-Version klickt, öffnet sich auch etwas. Probiert's mal aus. Weiter geht es mit dem bekannten Lavandia-Syndrom. Diese Legende aus Pokémon-Spielen hält sich bis heute noch. Einige sagen, es ist nur ein Gerücht, andere wiederum behaupten, es sei wirklich passiert. Doch was genau ist dieses Gerücht rund um das Lavandia-Syndrom? Als die ersten Pokémon-Spiele rauskamen, die blaue und rote Edition, gab es aber noch eine weitere, die bei uns nicht rauskam, und zwar die grüne. Warum es die grüne bei uns nicht gab, verstehe ich bis heute nicht, außer es ist etwas aus dieser Legende dran. Die grüne Edition aus Japan hatte eine etwas andere Version für die Stadt Lavandia, als die Version, die bei uns im Westen veröffentlicht wurden. Laut diesen Gerüchten ist nämlich die Melodie im Westen verändert worden, weil angeblich mehrere Kinder in Japan Selbstmord begingen und depressiv wurden. Die frühere Version nutzte Frequenzen, die nur für Kinder zu hören waren und unabsehbare Folgen hatten. Von Kopfschmerzen über Halluzinationen und Krankheiten bis zum Selbstmord reichten die vermeintlichen Symptome. Die Gerüchte haben sich natürlich nie bestätigt, halten sich aber sehr, sehr hartnäckig. Auch heute gibt es in allen erdenklichen Foren noch Menschen, die mindestens Kopfschmerzen bekommen, wenn sie das Lavandia-Theme hören. Ich hatte vor Jahren so eine Angst vor diesem Lavandia-Syndrom, wirklich. Mich hat das so beschäftigt, ich fand das so heftig. Ich war so drin, Leute, wirklich. Aber auch geil. Diese Creepypasta-Scheiße liebe ich, wirklich. Weiter geht es mit Super Mario 64. Diese Legende beginnt, wie viele andere auch, und zwar damit, dass ein Spieler eine gebrauchte Kopie eines Spiels findet, von dem er glaubt, dass es ein geliebtes Spiel aus seiner Kindheit ist, nur um dann festzustellen, dass etwas nicht damit stimmt. Während das Spiel wie eine normale Kopie geladen wurde, begannen die Probleme, als der Spieler zusammen mit seiner Freundin versuchte, die vorherige Speicherdatei zu löschen. Das hat bei den ersten Dateien auch geklappt, aber als das Paar versuchte, einen weiteren Spielstand zu löschen, drehte das Spiel durch. Aus den Lautsprechern des Fernsehers ertönte ein ohrbetäubender Schrei. Als sie das Spiel nach dem Ausschalten wieder starteten, waren sie schockiert, als sie feststellten, dass die Spieldateien immer noch vorhanden waren. Diesmal wurde neben einer der ersten Speicherdateien, die zuvor leer war, eine Zahl von 66 Sternen angezeigt. Das Pärchen war neugierig und wollte wissen, was da abging, also öffneten sie die Datei. Als sie aber dann die Spielwelt betraten, fanden sie ein ganz anderes Pilzkönigreich vor. Das Schloss war zwar noch da, aber die Welt selbst war sehr verändert. Die hellen Farben des Spiels waren verschwunden und wurden durch einen verdunkelten Himmel ersetzt. Bevor sie viel weiter in das Spiel vordringen konnten, sahen sie plötzlich eine Leiche, die am Seil herunterlief.
Der Körper von Mario, erhängt und offensichtlich gefoltert, begrüßt die beiden mit zugenähten Augen und Mund. Okay, hier muss ich sagen, das hört sich wirklich an wie so eine typische Creepypasta. Weil wirklich, bei diesem Lavandia-Syndrom, ich glaube bis heute noch dran, dass da irgendwas sein könnte. Weil erstmal, Kinder können andere Frequenzen hören als Erwachsene. Was ist, wenn die Entwickler das irgendwie aus Versehen gemacht haben und dann haben Kinder vielleicht Kopfschmerzen bekommen? Kinder sind einfach sensibler als erwachsene Entwickler. Und ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich dieses Lavandia-Syndrom, ich muss jetzt gerade darüber reden, dass sie das wirklich aus Versehen so gruselig gemacht haben, dass ein paar Kinder dadurch durchgedreht sind. Ich könnte es mir locker vorstellen. Zum Schluss geht es um einen Arcade-Automaten. Das ist einer der ältesten Game-Legenden, die es gibt. Habt ihr jemals etwas von Polybius von 1980 gehört? Er ist so bekannt, dass er sogar einen Gastauftritt in einer Simpsons-Folge bekam. Er sieht eigentlich wie ein ganz normaler Arcade-Automat aus, hatte grüne Joysticks, ja, und war komplett schwarz. Das Spiel war ein Retro-Shooter mit Science-Fiction-Elementen. Doch das Spielen dieses Games sorgte für einige Nebenwirkungen, wie Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Übelkeit, Panikattacken und Nachtangst. Ja, eine Angst, die einen plötzlich wach werden lässt, so als hätte man einen heftigen Albtraum gehabt. Es wurde sogar davon berichtet, dass sich Menschen danach das Leben nahmen. Einige vermuteten, dass durch diese seltsamen Nebenwirkungen ein Experiment der Regierung dahinter stecken könnte. Diese Gerüchte wurden immer größer, nachdem man bemerkte, dass schwarz gekleidete Menschen in der Nähe des Automaten gesehen wurden und diesen auch öfter entfernten. Ja, als würde man versuchen, irgendwas auszuwerten. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig heftig. There was a game that you could play that would come into your head, that would affect your mind. Freunde, das waren sie. 7 urbane Legenden aus Videospielen. 7 richtig bekannte urbane Legenden aus Videospielen. Falls ich noch einen zweiten Teil machen soll, dann einmal den Like-Button mit eurem Handy eine slappen. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns bald wieder. Passt auf euch auf. Habt noch eine gruselige Nacht. Bis dann, meine verspielten Nachtfüchse. Geht jetzt auf meinen Zweitkanal, dort zocke ich jeden Tag ein Video. Bäh.